weiter geht's. Ja, ich weiß, die wollen eine Weiterbildung. Instandhaltung der Arztpraxis erforderlich. Das graden mal ab. Noch. Affen wollen nicht mal Cafeteria essen. Benötigen Sie dringend eine Finanzspritze? Wenden Sie sich an Stinkepinke 24. Denn auch bei einem Zinssatz von 80% stinkt Geld noch immer nicht. Stinkepinke 24. Die Lösung für Verzweifelte. Mehr Two-Point. Immer wieder. Das ist Radio Two-Point. Tür. Upgrade. In der Psychiatrie wird ein Arzt verlangt. Ist gut, ich verliere Geld. Zimmerton. Ich muss mir erst erforschen den Mist. Ja gut, bauen wir mal die Forschung. Forschung bauen wir hier. Forschung, den nehmen wir einfach mal. Ja, hoffentlich, dass das hier was wird. Eines unserer lokalen Krankenhäuser hat mit den Folgen eines Gewittersturms zu kämpfen. Unpraktisch, wenn man gerade an irgendwelchen Geräten angeschlossen ist, aber ideal, um aus Leichenteilen zusammengeflickte Monster zum Leben zu erwecken. Pause. Instandhaltungsdurchsage. Auch vollautomatische Snackautomaten müssen manuell aufgefüllt werden.
Zu, dann haben wir öffentlich erstmal auch Hausmeister. Geld sieht stark danach aus. Armleuchter. Ein Arzt wird in der Arztpraxis benötigt. Da überhaupt gibt's da überhaupt Geld. Ich mache das ja nicht oft, aber hier ist der Wetterbericht. Ein violetter Nebel des Wohlbehagens dringt durch die Poren von Croquembouche. Dunkle Wolken unerfahrener Krähen versammeln sich für jährliches Mahl über Fluttering. Und zu guter Letzt fluten die Tränen eines einsamen Clowns die Straßen von Grockle Bay. Der nächste Wetterbericht folgt in 17 Jahren. Das schreibt in der Forschungsabteilung verlangt. Haben wir so Einstellung? Ärzte oder irgendeine Psychiatrie heißt. Das sind nicht bloß ihre Medikamente.
2, jetzt geht's hoffentlich wieder aufwärts. Mist. Verdammt, ich klipp, ich geh pleite. Lass mal jetzt mal laufen, um zu schauen, ob wir wirklich pleite gehen oder ob es nur an den ganzen Bauten liegt, die ich hier mache. Das wird auf jeden Fall auch. Psychiatrie, bitte. Arztpraxis. Natürlich. Sophie Nova, Chefin von BungleTech, ist heute bei einem örtlichen Krankenhaus aufgekreuzt. Der Pressemitteilung zufolge hat sie angeboten, neueste Erkenntnisse zu experimentellen Behandlungsmethoden ihrer Firma mit dem Krankenhaus zu teilen. Wenn ihr mich fragt, möchte sie nur sehen, was die Konkurrenz so treibt? Egal wie es läuft. Wie spät haben wir es denn eigentlich? Gute Frage. Achso, ich hab schon eine Zeit, bis ich einkaufen muss. Ich einkaufen gehe. Scheiße, jetzt hab ich einen Schenk. Ja, ich möchte. Ich habe mich jetzt gerade gar nicht verpasst. Ich brauch doch eine neue Arztpraxis. Das machen wir anders. Das verkaufen wir, so viel brauchen wir gar nicht. Betten, Beton, das verkaufen wir erstmal. Bearbeiten. Minus. So. Perfekt. Da kommt nämlich die neue Arztpraxis hin. Zimmer. Ah ja, man merkt, ich hab's eine Weile nicht mehr gespielt. Boing, da hast du mal jetzt eingeschlagen. Ich hoffe, wir haben der Ärzte. So, und jetzt hoffe ich, dass ich erstmal wieder ins Positive komme. Das ist jetzt das Wichtigste. An all dem ganzen Scheiß. So. Setz mal hier noch dieses Krankenhaus bietet keine finanzielle Unterstützung an. Gehen wir mal zurück. Das ist nicht gut. So. Personal. Hausmeister. Für den. Thank you.
Praxis. So. Weiter geht es mit dem Tech-Report mit mir, Achim Kabelklemme. Gute Nachrichten für alle Stromschlagpatienten. Ein örtliches Krankenhaus hat soeben einen Entlader entwickelt, mit dem sie sich schnell wieder ganz entspannt fühlen sollten. Oh, knappes Plus. Das lassen wir jetzt mal noch einen Monat oder so durchschlöfen, um zu schauen, ob das besser oder schlechter wird. Natürlich hoffe ich, dass es besser wird. Oh, da kann ich mir auch das Minus nicht leisten. Instandhaltungsdurchsage. Mülleimer füllen sich mit der Zeit. Scheiße, ich brauche wohl doch noch einen Ausmaster, nicht ganz günstig. Scheiße, ich brauch Glück, wenn der ist scheiße aus. Vor allem bräuchte ich jetzt mal einen Tanzrippen. Gut, ich mach wieder Gewinn. Nee, ich mach wieder Verlust, scheiße. Krankenpfleger zur Apotheke, bitte. Fuck. Wisst ihr, was ich am meisten vermisst habe, als ich hier nach Two Point County gezogen bin? Die Kegelbahnen, Mann. Wenn ihr mich fragt, sind die kulturell mindestens so wichtig wie Bibliotheken und Museen. Es folgt mehr Musik, die eure Köpfe krachen lässt. Jetzt schauen wir mal, dass das hier was wird. So. Instandhaltungsdurchsage. Auch vollautomatische Snackautomaten müssen manuell aufgefüllt werden. Passt die Scheiße ja nicht. Nein. Scheiße. Ja, zum Abbrechen. Arbeiten. Oh, das ist schief. Achtung! Das Wasserlassen an willkürlichen Stellen im Krankenhaus ist nicht gestattet. Dann schauen wir mal die Schocktherapie. Ach du Scheiße, 3000. Oh ja, noch für. Patient verlässt das Krankenhaus.
Fraktur, die kann ich irgendwo anders machen. Die Frakturstation, die geht lieber hier ohne Probleme. Das Wasserlassen an willkürlichen Stellen im Krankenhaus ist nicht gestattet. So, das machen wir jetzt mal schnell. So. Keine Angst, verehrte Hörerinnen und Hörer. Sir Nigel Bickleberth ist da, um Sie von Ihren banalen Radioerfahrungen zu befreien. Aber zuerst noch etwas Musik. Schüsse. So. Und Station. So. Ich würde mir vielleicht diese Aufnahmebänke dort schenken. Ich denke... Ich entferne jetzt das Ding. Das ist okay. Ja, ich muss es verkaufen. Das Ding bringt mich gerade nicht vorwärts. Immer noch. Instandhaltungsdurchsage. Auch vollautomatische Snackautomaten müssen manuell aufgefüllt werden. Was war's? Achso, ich weiß noch. Standardakt. Also Standardakt. So, was braucht der Schocktherapie? Achtung! Also. Das Wasserlassen an willkürlichen Stellen im Krankenhaus ist nicht gestattet. So, Objekte. Preisverleihung. Aber wenigstens scheint es finanziell
Scheiß. Will er nicht gesehen. Fucking Ding. Tö. Ja, Preisverleihung mach ich aber wieder auf meine Pause. Tö, was hat. Okay, wir haben keine. Tö. Erstmal Pause. Aufnahme.